Meine lieben Zwillinge, Namaste Janine hier, August Reading. Zwillinge, ich war fast ein bisschen am Verzweifeln. Hier liegen schon Karten, weil ich das Video jetzt zum dritten Mal drehe. Immer nach 5 Minuten, weil mein Speicherplatz hat es mir angezeigt, dass es voll war. Ich glaube, energetisch ist es auch so eine Geschichte im August für einige von euch. Es geht nämlich sehr, sehr viel hier um Freundschaften, um einen Akt der Selbstliebe. Auch um Verabschieden, ja, dass man Freundschaften vielleicht, dass man da desillusioniert wird, dass man bestimmte Menschen einfach im August, wo man merkt, die nimmt man einfach nicht weiterhin auf seiner Reise mit. Und ganz frische neue Leute, die man aber gerne mitnehmen möchte. Also es war sehr viel und es ist sehr viel Beziehungsdynamik hier bei euch, ja. Das Schöne war, ihr hattet ja im Juli, und diese Energie spüre ich hier auch ganz, ganz stark, im Juli die Eule als Krafttier, eine neue Richtung klarer sehen. Gerne zurückswitchen, das gehört hier mit rein. Also das ist definitiv ein roter Faden, wie so oft. Ja, wir hatten nämlich als erstes die Karte Neues Leben. Ich sehe hier einen Zwilling, der im August aufwacht aus seinem Dornröschenschlaf, wie auch immer man das nennen möchte. Das ist die Geburt neuer Ideen und der persönlichen Entwicklung, die Erfahrungen generell des Neuen einfach, ja. Ich fand es spannend, weil als ich dann zum zweiten Mal gesprochen habe und gemerkt habe, irgendwann hört mir mein Handy quasi nicht mehr zu, im übertragenen Sinne, denke ich, dass es bei einigen eben der Fall sein wird im August, dass ihr merkt, wer eigentlich von euch profitiert, aber wo es keine Symbiose gibt in dieser zwischenmenschlichen Geschichte. Ja, dass einige da klarer eben sehen werden, was das angeht. Dann hatten wir die Beistandskarte dazu. Mega schön, die nichts anderes sagt, dass man Hilfe annehmen darf für einige von euch. Ja, so ein bisschen so bitte und es wird dir gegeben. Und dass ihr Anstöße kriegen werdet, ob es von bestimmten Mentoren sind, die ihr gerne verfolgt, ob das von bestimmten Freundschaften, Freunden, sogar Bekannte sind. Beistand ist da für dein neues Leben, für deine neue Ideen. Also sehr aufmerksam, gerne, gerne im August sein. Echt schöne Karten. Und dann kam, was mich sehr gefreut hat, weil so war es im ersten Reading, bei den ersten Karten, die ich gezogen habe. Ja, ich habe beim zweiten Reading neue Karten gezogen gehabt. Da kam eben diese Beziehungsdynamik und da ging es um Freundschaften und der schöne Schein. Ja, Beziehungsdynamik. Bei einigen, dann kam die Karte auch Ruhestand und Hobbys. Es könnte sein, dass eine Gruppe einfach sich langsam aber sicher überlegt, eben dieses neue Leben könnte sein, dass man in Ruhestand geht, um wieder Zeit für das Leben zu haben, was man gerne haben möchte, mit Hobbys, wie auch immer, um die Gesundheitspflege, also sich selbst, weil ihr hattet die Karte Selbstliebe beim ersten Anlauf, ja, Selbstliebe, was sich ein bisschen ändern könnte im August für einige von euch, Gesundheitspflege. Und dann kam, oh Wunder, Fitnessprogramm. Also kann gut möglich sein. Ja, das war eine Gruppe mit dem Ruhestand einfach auch. Und ihr hattet dann die Hobbys-Karte nämlich auch. Das heißt, ich habe euch das beim Neumond im Löwen schon gesagt. Gerne anschauen, die großen Readings. Da ist jeder von euch mit dabei und Spirit versucht, euch allen Impulsen zu geben über diese Zeit. Und der August wird feurig. Und ich habe ganz oft gesagt, der August bittet, energetisch, planetarisch gesehen, dich wirklich, bittet dich, dass du ein bisschen mehr in die Ruhe gehst und mehr in deine Hobbys gehst und am besten das Wasser suchst. Ja, weil Wasser natürlich das Feuer ein bisschen erlischt. Einfach nur, um das Beste aus dem August zu holen. Deswegen bin ich ja da. Und dann kam die Segnungskarte. Also echt schön. Ja, mein dritter Anlauf jetzt. Ich denke, dass das vielleicht ein bisschen holprig werden könnte Anfang August. Aber das neue Leben zeigt sich. Man wacht hier langsam auf. Es sind die Inspirationen da. Manche dürfen ein bisschen auch wirklich generell in die Ruhe gehen. Ja, nicht nur Ruhestand, in die Ruhe gehen, sich mit Hobbys beschäftigen. Werden sie auch tun. In der Beziehungsdynamik wird sich einiges ändern. Und die Segnungskarte. Lass uns jetzt weiterschauen. Ich hoffe, dass das der letzte Anlauf ist für euch.
Und ich sehe auch, dass die Kerze bald ausgeht. Also ich denke, so eine neue Ära möchte kommen. Wie gesagt, Juli, die Eule, das war eine Ansage, eine neue Richtung klarer sehen. Ja, da seid ihr gerade drinnen. Auch für sich selbst, die Gesundheitspflege ist wirklich wichtig. Lass uns weiter schauen. Für die Zwillingskinder bitte. Was noch? Für die Zwillingskinder, für August Spirit, sei so gut. Für August. August, was noch? Merci. Genau, Kommunikation, ganz, ganz klar. Zwischenmenschlich, keine Frage, weil wir die Beziehungsdynamik hier haben, aber die Beziehungsdynamik deutet auch hin zu dir, die Beziehung zu dir, was sie mir gerade so zeigen. Und das ist die Kommunikation mit deinem höheren Selbst. Für August. Was mich nicht wundert, weil die Beistandskarte hat auch was mit Krafttieren zu tun. Der Bär, ne, du bist stärker als du glaubst, und das ist die 7. Das heißt, es wird auch Kommunikation kommen von allen Seiten. Seid da echt wachsam, Zwillingskinder. Das wird ganz spannend werden bei euch auch. Ja, Kommunikation. Und wir haben die Zeit zum Feiern. Wir haben hier den Vollmond. Ich habe den Eindruck, dass das der Supermond ist. Das ist jetzt Mitte August. Ich glaube im Wassermann, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich denke so ab Mitte August ist es dann Zeit zu feiern. Ja, diese drei Anläufe, die ich hatte, waren mühselig, aber ich könnte mir gut vorstellen, für viele von euch, man bricht dann aus um Mitte, Ende August. Ja, Zeit zu feiern. Die freut sich, dass sie ein paar Sachen jetzt für sich erledigt hat, klarer sieht und weitergehen kann. Und sie kriegt auch die Segnungen. Wichtig wäre vielleicht wirklich ein bisschen auf Ruhe und sich die Zeit nehmen, was mit Selbstliebe eben zu tun hat, vom ersten Reading von euch, die Zeit nehmen für Hobbys an sich. Und mit Freunden, wie gesagt, vielleicht auch neue Freunde, die plötzlich kommen, sich treffen. Ja? Puh, das war wirklich anstrengend jetzt. Ich freue mich, dass es jetzt hier nach 7 Minuten weitergeht. Super. Aber es ist so, wie es ist, ne? Also. Danke. Oh, klare Ansage, oder? Habt ihr es gehört? Ganz, ganz klare Ansage. Wahrheit und Integrität. Sich wirklich, hier möchten sich und hier werden sich auch im August, oder wird man lernen, sich ehrlicher zu zeigen, ehrlicher auch zu kommunizieren. Was einem gut tut, Zeit zu feiern, ja? Freiheit auch, in gewissem Sinne. Diese ganzen flüsternden Engel, diese Intuition, diese innere Stimme, und ihr habt ganz viel Support, ey, hier ist auch Beistand. Also ich weiß nicht, mit wie vielen Zwillingen ich gerade rede, aber es ist eine schöne Gruppe, ja, denen gezeigt wird im August, wenn die ein bisschen in Ruhe gehen, was wirklich wichtig ist und wer wirklich wichtig ist. Und ehrlich miteinander reden. Schön. Lass uns gucken, Liebe, ob da irgendetwas noch ist. Und hier kommen die Segnungen auch, ja, keine Frage. Also, ja, August kriege ich bei so ziemlich allen Zeichen des Wartens wert. Wirklich göttliches Timing bestimmt dein Liebesleben. Ich denke im August, dadurch, dass man hier zeigt, ja, hier wacht jemand langsam auf, hier fängt jemand an, mit seinem Körper ein bisschen mehr Kontakt zu kriegen, zu seinem inneren Gespür, ja, zur Kommunikation mit dem Göttlichen, ein bisschen in die Ruhe zu gehen, ins Malen zu gehen, um in seine Kraft im August zu kommen, damit man dann wirklich gestärkt dann auch in die Beziehung gehen kann. Spirit ist dahinter, mach dir mal gar keine Sorgen, der Beistand ist da, die Segnungen sind da, ja, aber nicht der Verstand wird im August regieren, was Liebe angeht. Das ist so ein Satz, den ich jetzt für den einen oder anderen sagen soll. Das Wartenswert, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich jetzt zu warten. August vermutlich weniger. Mach du dein Ding, okay? Merci.
Ja, und für einige wirklich die Bestätigung, dass deine Gefühle echt sind in Bezug auf eine bestimmte Person. Und du darfst sie näher erforschen, diese Gefühle. Du für dich feiern, Zwillingskind, neues Leben, die Beziehungsdynamik ändert sich hier. Deine Hobbys wollen mehr in den Vordergrund, Segnungen ohne Ende. Es geht um Wahrheit, es geht um ehrlich auch kommunizieren, des Wartens wert. Okay, lass uns gucken, wer noch für euch da ist. Wer ist noch für meine Zwillingskinder hier, bitte? Und ihr habt die sieben. Das heißt, es sind Wunder. Ihr habt zweimal die Segnungskarte und ihr habt die Wahl cool. Hier geht es um Entfaltung an sich, ja? Wenn er sich zeigt. Kronenchakra auch. Solarplexus, in die Kraft wiederkommen, in seine Macht wiederkommen, ja? Erinnere dich daran, dass du auf einem Weg bist. Und das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Der Juli, das ist ein roter Faden, den ich spüre. Hier auch. Ja, erinnere dich daran, dass du auf einem Weg bist. Geh Schritt für Schritt auf das Glück zu. Also nicht mit dem Kopf durch die Wand. Auch etwas, was ich generell euch gesagt habe im August. Nicht gut. Speziell in puncto Liebe nicht gut. Wir wollen ja das Beste auch aus euch rausholen, aus der Situation. Und das ist im August wirklich ein bisschen zurückzutreten und kreativ zu werden. Ihr seid wahnsinnig kreativ. Nutzt es, damit eure Frequenz wieder nach oben geht. Und so zieht man ja an, ne? Fülle und Liebe. Ganz klar das Gesetz. Wunderschön. Lasst uns als Abschlusskarte noch für euch gucken, was die Mondin noch für euch sagt. Also Entfaltung des Dharma. Geh Schritt für Schritt. Ja, sie zeigen mir auch bei euch, das war bei den Schützekindern auch die Schildkröte, langsam im August, langsam. Das ist euer Schlüssel des Gleichgewichts quasi im August. Ja? Schlüssel zum inneren Frieden höre ich. Gleichgewicht hat Ihnen gerade nicht gefallen. Okay, gut, dann sagen wir es so. Zwillingskind, schön, dass du bis zum Schluss geschaut hast. Wenn es dir hier gefällt, dann sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Da würde ich mich sehr freuen. Und ein Abo, falls du noch kein Abo hier bei mir gelassen hast. Dann hören wir uns bestimmt bald wieder. Also, letzte Karte, Zwillingskind. Liebe Mondin für den August. Und schon wieder. Das ist spannend, weil hier irgendwie die Schütze-Energie ein bisschen mit dabei ist bei euch. Das Glück ist auf deiner Seite. Neumond im Schützen. Wenn ihr Lust habt, einer, könnt ihr mir gerne unten schreiben, wann das ist, weil dann wisst ihr, dass es sich das Reading an sich, diese Dynamik, bis dahin Segnungen ohne Ende, ne? Beistand, keine Frage. Die Wahrheit kommt ans Licht und zwar, dass es dir besser geht auch in puncto Beziehungen, ja? Hobbys und Feiern, wichtig. Welche Leute nehme ich mit in mein neues Leben? Ja, des Wartens wert. August vermutlich wird da noch nicht ganz so viel passieren, weil es zu feurig ist. Jeder ist mit sich beschäftigt. Aber ihr habt hier kristallklar, das Glück ist auf deiner Seite, Neumond im Schützen. Gerne unten schreiben, wann das ist. Ich denke mal im Dezember, also in den nächsten 4 Monaten, passiert da ganz, ganz viel. Also, meine Lieben, ich hoffe, ich konnte hier ein bisschen helfen und Klarheit bringen. Und wir hören uns bald wieder. Bis dann. Tschüss.